Am nächsten Tag ging es für uns direkt weiter nach Bora Bora. Ja, und als wir auf der Insel angekommen waren, hatten wir direkt den ersten Verletzten zu beklagen. Markus hat sich irgendwie im Tenderboot am Ellenbogen aufgeratscht. Das war natürlich mit einem Pflaster schnell wieder gegessen, also keine Sorge, der Arm ist noch dran. Ja, und als das wieder geklärt war, konnten wir dann auch direkt die Insel genießen und genauso entspannt sein wie dieser Hund, der hier einfach am Hafen ein kleines Nickerchen gemacht hat. Mit dem Taxi sind wir dann erstmal wieder an den Strand gefahren. Das war dann hier der Matira Beach. Auch hier hat die Fahrt wieder nur 5 Euro pro Person gekostet. Und was ich besonders toll fand, war, dass man hier auch ganz problemlos einfach in Euro oder Dollar zahlen konnte. Natürlich sind wir auch hier wieder mit der Schnorchelbrille ins Wasser gegangen, denn das sah ja wirklich wieder traumhaft aus und es ist jedes Mal wirklich einfach warm. Man muss sich gar nicht erschrecken, wenn man reingeht. Leider war es zum Schnorcheln nicht ganz so schön wie den Tag davor auf Morea. Wir haben nicht ganz so viele Fische gesehen. Es waren auch nicht wirklich viele Steine, an denen sich die Fische ja auch verstecken. Trotzdem war es wirklich einen Besuch wert. Vom Strand ging es für uns dann so nach einer Stunde zurück mit dem Taxi zum Hafen, denn wir hatten uns relativ spontan noch dazu entschieden, uns Joshua und Tini bei ihrer Bootstour anzuschließen. Der Ausflug war für uns wirklich der absolute Knaller, also wir waren auf dem Boot auch nur 8 Leute mit dem Fahrer. Das war natürlich total exklusiv, ganz anders als bei den AIDA-Ausflügen, denn da waren die Boote gerammelt voll. Und wir sind dann als ersten Stopp erstmal rausgefahren auf eine Sandbank, denn dort hatten wir vor, mit Haien und Stachelrochen schwimmen zu gehen. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich vor Haien wirklich einen riesigen Bammel habe, aber es war einfach total toll, die Tiere hier in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen und unser Guide hat uns auch wirklich ganz gut erklärt, dass die Tiere zwar sehr neugierig sind, auch mal auf einen zugeschwommen kommen, wir als Futter für die aber überhaupt nicht interessant sind und diese Schwarzspitzenhaie, die sind auch für Menschen wirklich nicht gefährlich, die waren vielleicht so 1,5 Meter lang, würde ich mal sagen, ja und so konnten wir ganz, ganz entspannt mit denen schwimmen gehen. Also mit einem weißen Hai muss ich wahrscheinlich auch jetzt immer noch nicht schwimmen gehen, aber es war wirklich ein total tolles Erlebnis, mit den Tieren so nah zu schwimmen und ich muss sagen, ich hatte im Nachhinein dann auch gar keine Angst mehr. Und hier noch ein kleiner Hinweis für alle, die vielleicht noch nach einem passenden Geschenk für ihre Lieben suchen. Diese Privatinsel ist aktuell wieder auf dem Markt, kostet nur schlappe 47 Millionen. Außerdem ist unser Guide noch mit uns rausgefahren zu einem Korallengarten und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Ich fand, das war wirklich wie eine Großstadt unter Wasser und nur mit den Fischen, die dann immer von A nach B geschwommen sind. Und die waren hier auch überhaupt nicht ängstlich, also eher zutraulich und ich hatte eher auch das Gefühl, dass die auf einen zukommen und immer so fragen, hey, was machst du hier? Das ist mein Zuhause.
Uns hat der Ausflug ungefähr 50 oder 60 Euro pro Person gekostet, je nachdem, ob man den spontan vor Ort bucht oder im Internet. Da ist es natürlich ein bisschen günstiger. Aber ich würde den wirklich jederzeit wieder machen. Ich glaube, das war der schönste Ausflug, den ich je gemacht habe. Es war total schön in der kleinen Gruppe auf dem Boot. Das war wirklich super exklusiv. Wir konnten unseren Guide auch alles zu den Fischen und den Haien fragen. Und es war wirklich also unter Wasser das Schönste, was ich je gesehen habe. Mir kam es immer so vor, als würde ich durch das Salzwasser-Aquarium bei meinem Zahnarzt schwimmen. Also sowas kann man einfach gar nicht in Worte fassen. Es war einfach wirklich wunderschön. Insgesamt hatten wir also einfach einen traumhaften Tag hier auf Bora Bora. Unser Guide hat uns auch erzählt, dass jährlich wirklich nur 200.000 TouristInnen auf die Insel kommen. Das ist wirklich nicht viel und ich bin einfach dankbar, dass wir dann welche von dieser kleinen limitierten Zahl sein durften. Wir waren jetzt auch das letzte AIDA-Schiff, das hier anlegen durfte, denn der Tourismus wird noch weiter beschränkt und es dürfen dann in Zukunft keine großen Kreuzfahrtschiffe mehr hier einfahren. Eigentlich wäre Bora Bora ja unser letzter Stopp in Französisch-Polynesien gewesen. Weil wir aber wirklich große Schwierigkeiten hatten, neue Lebensmittel aufzunehmen und wir immer wieder unsere Container verpasst haben, sind wir dann wieder nach Tahiti zurückgefahren. Also wir hatten nochmal eine Umroutung und hatten dann 2 Tage nochmal in Tahiti, um dort unsere Lieferung anzunehmen. Für mich war das gar nicht schlimm, denn der 16.12. war ja mein Geburtstag und wir haben den dann genutzt, um mit der Fähre nochmal rüber nach Moorea zu fahren. Es gibt verschiedene Fähren, die so 2-3 Mal die Stunde von Papeete rüber nach Moorea fahren. Und je nachdem, welche Fähre man dann erwischt, dauert die Überfahrt so 45 Minuten oder auch 25, wenn es die schnelle Fähre ist. Ja, und ich habe das Ganze schon online gebucht gehabt vorher und da hat dann die Überfahrt ungefähr 10 Euro pro Person gekostet. Während Joshua und Tini dann direkt zum Strand gelaufen sind, sind Markus und ich erstmal in die andere Richtung abgebogen, denn wir hatten uns überlegt, einen Quad oder einen Jetski auszuleihen. Die waren aber leider sehr, sehr teuer, deshalb haben wir das dann doch lieber sein lassen. Stattdessen habe ich mein Geld in so eine hübsche Blumenkrone zu meinem Ehrentag investiert. Die hat ungefähr umgerechnet 16 Euro gekostet und es war wirklich jeden Euro wert, denn ich glaube, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so hübsch gefühlt als mit dieser Blumenkrone. Außerdem haben wir dann noch einen ganzen Sack Maracujas gekauft. Die haben umgerechnet nochmal ungefähr 5 Euro gekostet. Und ich muss sagen, ich war wirklich unfassbar stolz, weil ich mit der guten Verkäuferin auf Französisch geklärt hatte, dass wir gerne die jetzt essen würden. Und sie hat uns dann noch erklärt, wie man die per Hand aufmacht. Vom Hafen zum Strand war es nicht wirklich weit, also das waren so 2-3 Kilometer zu Fuß. Trotzdem haben wir wirklich viel, viel länger gebraucht, weil es einfach ständig irgendwas zu sehen gab. Also da haben zum Beispiel auch ganz viele Krebse in so Erdlöchern gewohnt, die sind immer abgehauen, wenn wir kamen. Dann haben wir hier so ein kleines Schweinchen getroffen, das da in so einem Gehege gewohnt hat und es war total neugierig, uns zu sehen. Außerdem hat Markus dann auch noch direkt Maracujas vom Busch gepflückt, also das war auch total verrückt, die konnten wir dann direkt essen. Leider hat Markus das noch nicht so ganz rausgehabt und hat dann erstmal alles an seinen Rucksack gekleckert. Statt an den Strand hat es uns dann erstmal in das Sofitel Kia Ora verschlagen. Das ist so ein 5-Sterne-Resort, was ich auch vorher schon ein bisschen ausgekundschaftet hatte. Ich wollte hier nämlich gerne anlässlich meines Geburtstags einen Cocktail trinken gehen. Markus hat hier dann aber diesen wunderschönen Steg entdeckt, wo dann auch diese Wasserbungalows im türkisblauen Nass standen. Also es war wirklich einfach wunderschön. Wir haben hier bestimmt eine Dreiviertelstunde zugebracht und einfach nur Videos und Fotos gemacht. Also jeder, der vorbeikam, muss sich wirklich gedacht haben, wir haben einen Sockenschuss. Aber
aber alle waren auch total nett und statt dass sie uns verscheucht haben, haben die wirklich noch uns angeboten, Fotos von uns zu machen und so sind dann wirklich ein paar wunderhübsche Schnappschüsse entstanden. Hallo, Servus und Ahoi, wir sind die Noelle und der Markus und wir senden euch ganz viele liebe Grüße aus Korea. Anschließend sind wir dann doch noch in die Bar gegangen. Mit dem wunderschönen Ausblick hat der Cocktail dann direkt 25 Euro ungefähr umgerechnet gekostet. Wir hatten auch noch eine Pizza, also 60, 70 Euro haben wir hier auf jeden Fall gelassen an dem Tag. Aber ich muss sagen, man hat ja nicht jeden Tag seinen 30. und mir war es wirklich jeden Euro wert mit dem Ausblick. Es war einfach traumhaft und ich hätte mir keinen schöneren Geburtstag vorstellen können. Zum Schluss ging es für uns vier dann wieder mit dem Taxi zurück. Das hat wieder so 5 Euro pro Person gekostet, war also echt in Ordnung. Und dann ging es mit der Fähre zurück nach Tahiti. Ja, und wie ihr sehen könnt, waren alle wirklich gut geschafft. Markus ist dann direkt noch auf dem Rückweg eingeschlafen. Und an unserem letzten Tag in Französisch-Polynesien wollten wir dann alle nochmal ein bisschen Action haben zur Abwechslung. Da haben sich Joshua und Niklas ganz toll um eine Jeep-Tour bemüht ins Papeno Valley. Ja, und was soll ich sagen, das war wirklich ein riesiges Abenteuer. Wir haben für die Tour ungefähr 50 oder 55 Euro bezahlt, je nachdem, wie viele Leute dabei waren. Je länger wir gefahren sind, desto ruckeliger wurde die Piste. Also wir hatten erst noch überlegt, ob man das auch mit einem Mietwagen machen könnte. Aber die Antwort ist definitiv nein. Also man braucht definitiv einen Jeep, um ins Papeno Valley zu fahren. Aber je länger wir da unterwegs waren, desto exotischer und paradiesischer wurde auch der Ausblick. Irgendwann haben wir dann auch die ersten Wasserfälle gesehen, dafür ist das Papeno Valley nämlich bekannt. Also je nachdem wie viel es regnet, schießen da wirklich die Wasserfälle wie Pilze aus dem Boden, dann kommen die wirklich alle vom Berg runtergesprudelt. Wir hatten an dem Vortag jetzt relativ viel Regen, an unserem Tag war dann nicht mehr ganz so viel zu sehen. Da wussten wir aber auch noch nicht, welche Wasserfälle uns noch bevorstehen würden.
Hier ging es dann bergab zu dem ersten großen Wasserfall. Der Guide meinte, der Weg dauert nur so 10-15 Minuten. Tatsächlich haben wir am Ende, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und es gibt von dem Weg auch nicht ganz viele Videos, denn wir waren wirklich darauf bedacht, nicht auszurutschen und zu sterben. Aber wie ihr sehen könnt, hat der Wasserfall an sich wirklich jede Mühe entlohnt. Das Wasser war einfach herrlich frisch und wir waren hier auch ganz alleine, also das war einfach wie im Paradies. Als nächstes ging es dann noch zu einem kleineren Wasserfall. Da war der Weg nicht ganz so weit zum Glück. Also ich glaube, wir hätten auch wirklich nicht nochmal eine Dreiviertelstunde irgendwo runterkraxeln können. Wir waren froh, dass wir alle noch am Leben waren. Und hier haben wir dann auch die Sekretärin unseres Guides kennengelernt. Das war dieser riesige Aal. Und ich fand es wirklich komplett verrückt. Also nicht nur, wie er mit dem Tier umgegangen ist, sondern auch wirklich, was hier für Tiere einfach so leben und dass wir so neben den Schwimmen waren. Durch die Jeep-Tour haben wir nicht nur Tahiti, sondern auch Französisch-Polynesien nochmal von einer ganz anderen, wilden Seite kennengelernt. Ich fand das total schön, auch einfach diese Vielfältigkeit zu erleben. Ja, und nach 8 Stunden auf den Beinen waren wir dann alle natürlich ganz schön kaputt, aber selig, denn es war wirklich ein wunderschöner Tag und ein wunderschöner Abschluss von Französisch-Polynesien.